Die Stadt wirkt ziemlich ruhig. Noch immer keine Spur von Lee. Oder den Typen, die ihn haben. Ob Pete wohl mehr Glück hat als ich? Hey, Pete. Kommst du zur Stiftung? Klar. Ich bin gespannt, was du mir zeigst. Super. Ich freue mich auch. Ups, MJ ruft gerade an. Bis später. Hey, wie geht's? Gut. Ich habe gerade mit Harry telefoniert. Und das mit der Stiftung könnte echt spannend werden. Oh, gut. Bei mir gibt es ebenfalls Hoffnung. Ich weiß, welche Technik beim Gefangenentransport zum Einsatz kam. Hochmoderne DARPA-Technik. Ja. Wer auch immer das war, hat jede Menge Ressourcen. Miles glaubt, den Anführer gesehen zu haben. So ein großwildiger Typ mit Fellweste. Interessant. Ich recherchiere weiter. Landet diese Story auf der Titelseite, finden wir sie vielleicht schneller. Und mein Job ist gerettet. Schon gefragt, was das ist. Das ist Emilys Baum. Perfekt. Da bist du ja. Hattest du nicht gesagt, das sei ein Startup? Ja, ich wollte etwas weniger. Das. Aber mein Dad war derjenige, der das alles organisiert hat. Peter Parker! Na? Was sagst du? Ganz was anderes als die Werkstatt, in der Otto dich hatte. Und wenn du jetzt an Bord bist, wird es hier erst so richtig zur Sache gehen. Dad, Pete weiß noch nicht, ob er mitmacht. Oh, wirklich? Aber ich wollte ihn rumführen und selbst entscheiden lassen. Okay. Wisst ihr, euch Jungs wieder zusammenzusehen? Also dann, viel Spaß. Wo ist dein Ausweis? Schauen wir uns um. Das Erste, was ich dir zeigen will, ist unten. Harry... Das ist... Krass, oder? Auch wenn Dad es vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Wie hast du... Er hat alles vorbereitet, als ich noch in Behandlung war. Aber als ich rauskam, habe ich ein paar Sachen verändert. Zum Beispiel? Mein Gehalt fließt in Forschungsprojekte. Der Vorstand ist divers aufgestellt und hält den Kurs. Und ich achte darauf, dass die Forschung unserer Mission treu bleibt, die Welt zu heilen. Zuerst stelle ich dir Dr. Young vor, führend in der Entomologieforschung. Weißt du, was Entomologie ist? Ja. Total cool. Dr. Young forscht gerade über Bienen, beziehungsweise über die Feinde von Bienen. Meinst du das ernst? Diese Forschung war nicht mit den KI-Daten aus unserem letzten Einstein überein. Bereit, mit Dr. Young zu sprechen? Sie sind wohl Peter Parker. Freut mich. Dieses Projekt wird Ihnen gefallen. Nett, Sie kennenzulernen, Dr. Young. Harry sagt, Sie arbeiten mit Bienen. Und die Situation ist recht dringend. Ein Drittel der täglichen Nahrung stammt von Getreide, das Bienen bestaubt haben. Doch ihre Population nimmt weltweit rasch ab. Das liegt an ihrem Hauptfressfeind. Der Wespenart Bienenwolf.
darum haben wir eine innovative Rettung entwickelt. Interessiert? Wow, das ist cool! Diese kleinen Drohnen sind Bienenwächter, die wir darauf trainieren, Bienenwölfe zu bekämpfen. Wespen, die Bienen töten. Und sie helfen mit dem maschinellen Lernalgorithmus. Sehen Sie die Bienenwolf-Hologramme? Je besser Sie sie treffen, desto besser erkennen die Drohnen, worauf sie zielen müssen. Die Drohnen sollen die Bienenwölfe verscheuchen, nicht verletzen. Oh ja! Fertig, Peter. Das war sehr produktiv und hat tolle Daten gebracht. Okay, ich flieg heim. Willkommen bei der Entomologie. Wenn das gerade echte Bienenwölfe gewesen wären, hätten sie etwa 520 Bienen das Leben gerettet. Wow, ich möchte helfen. Ich könnte versuchen, die Geschwindigkeit des neuralen Netzwerks zu erhöhen. Oh ja, bitte. Reden Sie doch beide weiter. Falls Pete sich uns anschließt. Danke, Dr. Yang. Ich will dir noch so viel zeigen, Pete. Komm mit! Vor uns liegt die medizinische Forschung. Das ist modernste Strahlentechnik. Mit Protonen statt Röntgenstrahlen. Für mehr Präzision und weniger Strahlung. Von all diesen Dingen haben wir doch immer gesprochen. Unser Traum, die Welt damit zu verbessern. Darum geht es. Harry, einen Moment bitte. Kann das vielleicht warten? Es geht schnell. Danke. Doc, das ist mein Freund Peter. Peter, Dr. Connors. Wir kennen uns bereits. Ich habe mit Dr. Octavius gearbeitet. Sie waren mal im Labor wegen der elektrotaktilen Stimuli. Oh. Ja. Sehr schade um Dr. Octavius. Seine Arbeit war vielversprechend. Hat sich etwas verändert? Müdigkeit? Irgendwelche Schmerzen? Nervös oder impulsive Gedanken? Nein, mir ging es nie besser. Das beunruhigt mich. Schön, Sie wiederzusehen. Dein Arzt ist wirklich Lizard? Der glaubt an zweite Chancen. Hey, ich muss kurz telefonieren, aber schau dich ruhig um. Komm nach oben, wenn du bereit bist. Das war verrückt. Echt? Aber es scheint für alle zu funktionieren, dass Dr. Connors hier ist. Ich werde mich umschauen. Die Ursprünge des Lebens bleiben ein Rätsel. Wie entstehen organische Lebensformen aus nicht-biologischen chemischen Verbindungen? Jüngste an eine bestimmte Mangelung. Organische Moleküle enthalten, die als Bausteine des Lebens gemeint. Cool. Scheint von Ottos Arbeit inspiriert zu sein, ohne die Probleme mit der Verkabelung. Ob Dr. Connors das benutzt hat? Nach Lizards Ausraster ist er vielleicht fertig mit seinen Selbstversuchen. Das ist der Prototyp aus Ottos Labor. Das wäre ein Tatortbeweisstück gewesen. Ich frag mich, wie er hier gelandet ist. Was ist das? Vielleicht eine Art Strahlenbehandlung? Ob das wohl für Harrys Behandlung genutzt wurde? Mal sehen, was hier los ist. Vielleicht kann ich helfen. Oh, das würde eine Weile dauern. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt Zeit habe, aber ich würde gerne später wiederkommen. Es ist so cool hier! Sieht so aus, als ob Connors seine früheren Forschungen wirklich in die Tat umsetzt.
Ob er es bereut, das Serum an sich selbst getestet zu haben? Muss seltsam sein, mit schlummernder Echsen-DNA im Körper herumzulaufen. Ja. Hey, wenn du bereit bist, treffen wir uns oben. Bin unterwegs. Wir sehen uns gleich. Es gibt so viel zu sehen. Aber ich sollte Harry nicht warten lassen. Wirklich? Na ja. Hey, was machen Sie mit diesen Fahrrädern? Wir arbeiten an Batterien, die von Fahrrädern aufgeladen werden. Könnte ich mal auf einem fahren? Noch nicht, aber wenn Sie einsatzbereit sind, brauchen wir Testpersonen. Gut. Ich komme wieder. Teilchenbeschleuniger? Damit leiten wir Protonenstrahlen in den Behandlungsraum unten. Er wird gerade repariert, aber sollte bald wieder laufen. Unglaublich. Wo gehen wir jetzt hin? In den obersten Stock. Du scheinst echt fit zu sein, Harry. Ich fühle mich gut. Also, versetz dich jetzt mal in die Vergangenheit. Die Zeit vor der Highschool. Die Mittelstufe. Okay. Kennst du die... Moment. Du bist ziemlich gefragt. Das ist nur mein Nachhilfejob. Was hast du gesagt? Erinnerst du dich an den Stoff aus der Mittelstufe? Gregor Mendel und die Erbsen? Ja, ich glaube schon. Du meinst Genetik und Pflanzenkreuzung? Genau. Dr. Foster hat für seine Arbeit auf dem Gebiet der Pflanzengenetik alle wichtigen Preise gewonnen. Wow. Hattest du Gelegenheit, die Fische zu füttern, als du rumgelaufen bist? Nein, leider nicht. Oh, das solltest du. Das ist einer meiner Lieblingsplätze im ganzen Gebäude. Wir betreiben dort coole Forschung, die von der Zellstruktur der Schuppen des Koi-Karpfens inspiriert ist. Ich werde es mir noch ansehen. Basis des Zahlensystems und N der Grad der zu extrahierenden Wurzel ist... Ich verstehe. Der Algorithmus ähnelt der langen Division, wenn man es so betrachtet. Verstanden. Dr. Foster. Danke, Dr. Foster. Ah, Sie sind Peter Parker. Harry redet ständig von Ihnen. Schön, Sie kennenzulernen. Dr. Foster will die Landwirtschaft effizienter machen. Aufgrund des Bevölkerungswachstums und des rasanten Klimawandels sind wir dazu gezwungen, uns schneller anzupassen als die Natur. Durch genetische Rekombination stellen wir das Getreide auf neue Herausforderungen wie Extremwetter oder Schädlingsplagen ein. Möchten Sie die Testumgebung sehen? Okay. Die Idee ist, die Gene einer Pflanze so zu verändern, dass sie optimale Eigenschaften aufweist. Und zum Beispiel auch bei Trockenheit gedeiht. In der Simulation möchten wir das Wachstum maximieren. Warum versuchen Sie es nicht? Okay. Bringen Sie die Basenpaare zusammen, um so viel Wachstum wie möglich zu fördern. Diese Pflanze könnte die Welt ernähren. Ich glaube, ich hab's verstanden. Toll. Jetzt können Sie es in echt ausprobieren. Wir arbeiten daran, dass die Pflanze auch bei Trockenheit wächst. Bei den patentierten GVO-Samen der Konzerne geht es um Profit. Dafür stehen Sie zu Recht in der Kritik. Unsere sind Open Source. Es geht um Nachhaltigkeit. Echt schlau. Wir stoppen den Hunger auf der Welt. Gute Arbeit, hören Sie. Auch wenn Sie nicht offiziell im Dienst sind, könnten Sie sich ein Gen für mich ansehen? Es ist eine Pflanze, die speziell für städtische Gärten geeignet ist. Natürlich. Gute Arbeit, Peter.
Mit dieser Technologie ist der Welthunger im Jahr 2035 Geschichte. Wow. Ich kenne ein Dach, das Sie für einen Praxistest nutzen könnten. Interesse? Oh, ganz sicher. Harry hatte recht. Sie werden uns sehr nützlich sein. Danke, Dr. Forster. Und wohin jetzt? Zum letzten Stopp. Vielleicht mein Lieblingsort. Eindrucksvoll, aber nicht überwältigend. Verspielt, aber nicht geschmacklos. Imposant, aber nicht protzig. Dein Büro. Oder ist es unser Büro? Harry. Denk dran, die Dinge, die du heute gesehen hast, sind nur ein kleiner Vorgeschmack von unserer Arbeit. Aber entscheide noch nichts, bevor du das nicht gesehen hast. Okay. Wo ist dein Ausweis? Du brauchst ihn, um reinzukommen. Wo habe ich ihn hingesteckt? Sag nicht, dass du ihn verloren hast. Falscher Alarm. Hier ist er. Los, scan den Ausweis. Harry? Das ist alles unglaublich. Es ist perfekt, weißt du, aber es ist gerade ziemlich hektisch. Während meiner Behandlung musste ich daran denken, was ich mache, wenn ich überlebe. Und ich habe meine Mom gehört. Sie sagte, unser Planet ist in Schwierigkeiten und ich muss etwas dagegen tun. Wir könnten mit deiner Hilfe so viel mehr bewirken. Ich meine, du bist der Schlauere von uns beiden. Na komm. Wir werden Mom und May stolz machen. Das ist unglaublich. Aber eine Sache. Kann ich meinen Tisch da hinstellen? Ich arbeite gern mit dem Gesicht zur Wand. Oh. Das muss sein. Ich werde etwas Übergangszeit brauchen, wegen meines Dozentenjobs. Aber klar, so viel wie du brauchst. Wir müssen nichts überstürzen. Ja. Aber Coney Island steht, ja? Klar doch. Vergaß zu erwähnen, dass einige unserer Forscher in der Stadt Feldversuche durchführen. Du solltest sie dir mal ansehen. Ich habe dir die Standorte geschickt. Dein Ausweis gewährt dir dort Zugang. Okay, ich schwing vorbei.